wie alle Jahre begrüßen wir am Anfang von Umzug die hohen Lieben Burgstolzen mit dem Leiter von der guten Musik, mit dem Daniel Hausmeister. Seine Vertretung ist hier Andrea Dreischel. Burgstolzen, Hornika und Abendpolizei. Der Geisli, Obergeis, ist der Stefan Burmeister. Der begrüßt euch nachher ganz herzlich im Geisli Mähzelt vorne. Er gibt auch ein feines Bier raus. Und Sabine, seine Frau, die hat ganz viel geleistet für den Umzug. Nochmal ein dreifaches Geisli! 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 Stefan, ganz easy, ja? Cool bleiben. Der Umzug läuft jetzt und wir haben schönes Wetter, wunderbar. Und die Nächsten, die da schwarz-weiß angelegt sind, das sind die Aussätze aus dem Goi. Die kommen von Herberg, von Wiesenweg bis auf Büsingen. Dreimal Russ, Russ, Hex, Russ. Willkommen in Büsingen. Im Anschluss Thema die traditionelle Hansele mit ihrem bunten Gwendle. Das sind die Rieder Bachnarren aus Gottmaningen. Wolf und Hansele kombiniert. Es sind eine Verbindung von Gottmaningen und Hilzingen und sie sind seit 2015 da. Und wir sagen, Nari! Bravo! Nari! Bravo! Nari! Bravo! Untätig ist das bei den Hansele, der Kopf nicht ein Hansele-Kopf ist, sondern eben diese Maske mit dem Fell drüber, wo dann wieder erinnert an den Wolf. Und da der Wolf hinten drin, der schaut, dass seine Schöfli bei ihm anbleiben. Dann machen wir nochmal ein dreifaches Nari! Bravo. Nari! Bravo. Nari! Hallo, hallo, wo sind meine Wolfsechse? Was machen Sie wieder für Fort zum Feuerstein, dass es nicht weitergeht? Hei, 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 hei. Also, das sind die Hegauer Wolfsechsen und die singen haarig, haarig ist der Sell. Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Und wenn der Sell nicht haarig wäre, dann wüsste man nicht, wer haarig wäre. Haarig, haarig. Haarig ist der Sell. Wer ist denn da der Oberhex? Guck mal, dass es zulaufen. Guck mal da. Und der Wolf ist auch dabei. Guck, dass die Hexen miteinander falsch. Und als Nächstes begrüßen wir die Wollhansel in Möhringer Vorstadt. Die haben den Narrenruf: Wolle, Wolle, Wolle!
Wir danken noch für die schöne Pyramide von der Wolfshexe. Und was man zu der Wolfhansel muss sagen, ihr müsst euch vorstellen, das sind 130 Kilometer Wolle an denen. Richtig schön warmes Gewand. Wolle, 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 Wolle. Danke für eure schönen bunten Kostüme. So, als nächstes haben wir hier die Höllendämonen vom Bodenrück. Hier ist es. Also wenn die sich schaffen, den Winterfunk vertreiben, den weiß ich aber auch nicht. Oh, da wird sie am Winter Angst und Bang. Mit ihren grauenhaften Masken und Fratzen. Aber hoffentlich ist denn der Winter bald so. Allerliebst ist das pinke Rössle, wo der große Höllendämon am Rücken hat, passt wunderbar zusammen. Als nächstes begrüßen wir die Küsserberger Burghexe. Was habt denn ihr für einen Ruf? Ich sage einfach nichts. Die Gruppe gibt es seit 1995. Und der erste Vorstand ist der Helmut Wolf. Das passt natürlich wunderbar zu der Hexe. Der zweite Vorstand ist Marion Gombroch. Sind die auch dabei? Sind die wo? Naro! Nari! 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 Du machst mal einen eigenen Nachruf! Küsser! Berg! Küsser, Berg, Küsser, Berg. Oh, nehmen da die alt kaputte Hexe auch noch mit. So, als nächstes hat man die Nummer 10, den Narrenzunft Leichingen, die Geißer Madel. Mit ihrem Narrenruf Geißer Madel, Geißer Madel, Geißer Madel. Die gibt seit 2006. Der Brauch mit diesem Geißer Madel gibt es natürlich schon von 1843 bis 1918. Und wir begrüßen nochmal ganz herzlich Narrenzunft Leichingen mit ihrer ersten Zunftmeisterin, der Manuela Zimmermann. Die hat Verstärkung vom Oliver. Horig! Ah, Geißer! 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 Schön, dass ihr da seid. Ihr freut uns alle ja an eure bunten Kostüme. Jesus Gott, jetzt kommen kleine Häcksli. Schau mal im Leiterwagen. Wir haben die Nummer 11. Das sind die Lenzkircher Hexen. Strohberghexen. Das sind 48 aktive, 17 Kinder, 65 Passive. Strohberghexen. Hex, Hex. Hui! Hex, Hex. Hex, Hex. Also die Strohberghexe sind das von Lenzkirch. Die gibt es seit 30 Jahren. Und jetzt machen sie wieder einen riesen Fussi da unten. Hex, Hex. Hui. Hex, Hex. Hex, Hex. Im Anschluss gibt es Wildsauen, Nachgesellschaft Erzingen. Mit dem, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, Werner Weißenberger. Stimmt das noch? Ist okay. Super.
Wildsäu, Trüffnase, Trüff, Trüff, Trüff. Die machen ihrem Namen auch alle Ehre, die Wildsäu. Guck mal, was sie da mit der Zügel unterwerfen. Dann kommt als 13. Nahverein Schönauer Hexe. Die gehen mit 120 Mitgliedern, die Hälfte davon Kinder. Der Dämmersprung in Oberreitnau gibt's da. Hex, Schönau ist der Nahruf. Hex, Schönau! Hex, Schönau! Hex, Schönau! Wunderschöne Hexenlaufen, wunderschöne Hexenschuhe, alles Originales. Stinken tun sie aber wie die Wildsäu von vorne fahren. Hex! Schönau! Hex! Schönau! Hex! Schönau! Jesus, was machen sie auch? Oh, mach es am besten Fenster zu, sonst hast du eine Sauerei in der Stube. Oh je, oh je, oh je. Als nächstes begrüßen wir die Nummer 14. Oh, guck mal, es ist eine Hexe im Wohnzimmer. Ja, prima, hoffentlich bist du frisch. Ja, lass die Leiter stehen, dann kommen alle noch aufs WC zu dir. He? Hex, Schönau! So, als nächstes begrüßen wir die Seegrusi Bodensee Radolfzell. Die geht seit 2000. Neuanfang hat sie 2006 gemacht. Was? Nee, ja, das ist irgendwie im Zusammenhang mit dem Nikolaus und die Seegrusi, das soll in der Schneckgruppe das Böse, Böse darstellen. Wir begrüßen die Seegrusi vom Bodensee und Radolfzell bitte dreimal Seegrusi, See, See. Das sind Akrobaten, müsst ihr mal auf die Füße schauen, was die da für Konstruktionen an den Füßen. Wahnsinnig toll. See! 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 Und wieder dürfen wir eine Hexengruppe begrüßen, und zwar die Schneidbach-Hexe. Schneidbach-Hexe! 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 Und sie überrascht uns wieder mit einer wunderbaren Hexenpyramide. Schneidbach, Hexe! Schneidbach, Hexe! Schneidbach, Hexe! Bravo für die akrobatische Einlage. Ja, der Oberhol, au, die hat wunderschöne Holzmaske. Und der Holzschnitzer ist der Philipp Motz. Die Schneidbach-Hexe gibt es seit 2011. Wunderschöne geschnitzte Holzmaske. Ist das nur dieser Stein, den wir in die Stadt bist du wirklich keine Fremde? Ist das wirklich keine Fantasie? Hier erscheint die ganze Welt verrückt, denn du bist Glück geworden. Ist unsere Musik so laut, oder? Dann machen wir drüber Musik aus. So, Herr. Die Herrmännle Zunft Eschbach mit dem Ruf Herr Männle, Herr Männle, Herr Männle. Ja, wo kommt auch das her von der Hom? Machst du Herrmann? Oh, da sind ein paar Handballer dabei.
Oh, ein Leib in der Nebel ist auch vorbei. Herr! 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 Männle! Danke vielmal. Im Anschluss von diesen Herrmännchen zum Eschbach kommen jetzt, wenn wir richtig sind, die Haselnüsse unter Alpen. Das ist im Südschwarzwald, bei Waldshut. Die Gruppe die gibt es seit 1999. Da gibt es auch Haselnussweibli und Bärenmann. Und wir rufen Nuss, Nuss! Nuss, Nuss! Nuss, Nuss! Ganz traditionelle Gruppe aus dem Südschwarzwald, unter Alpen. Und sie haben sogar Eichhörnchen dabei, aber nicht zum Kinder verschrecken, zum Ei machen. Und nochmal den Herrenruf: Nuss, Nuss! Nuss, Nuss! Nuss, Nuss! Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. So, wir haben schon wieder eine Hexengruppe, die Riebach-Hexe aus Geislingen. Mit dem Geislingen ist ein Deutscher bei Balingen. Die hat etwa 150 Hexträger. Und der Narrenruf ist Riebach! 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 Prima! Und ihr habt schon festgestellt, dass im Büesingen an dem Umzug, dass das ein richtiger Hexen-, Teufels-, Dämonentreff ist. Da kommt eine Hexenzucht nach der anderen. Und jetzt begrüßen wir die Nummer 19, Apostata Equitis. Die Untergruppe ist Belua Saltans. Mit der dreimal Funz! 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 Die haben den Ursprung, schau mal, wie die tanzen. Das sind die Luzifer, die Scherge, Abado aus dem Mittelalter. Und die haben den Nummer direkt an den Füßen. Mit der Nummer 20 haben wir die Edelburg-Hexe Gertringe. Edelburg! Edelburg! Hexe! Edelburg! Hexe! Der erste Vorstand, die Manuela Blumenhagen, und der zweite Vorstand, Senni Blumenhagen. Schön, dass ihr da seid. Und nochmal, Edelburg! 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 Endlich kommt mal wieder Musik, die Kuh!
Strophe von dieser Musik von Steislingen kommen jetzt die Sinnwelfänger Sumpfhexen. Wo sind sie? Sind die überhaupt da? Sind ihr die Sinnwelfänger Sumpfhexen? Nein. Das sind die Sumpfhexen. Das sind aber viele schöne Sumpfhexen, die da vorne dran. Oh, hier begrüßen Sie Sumpf! 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 Die kommen, es ist eine junge Truppe im Vorstand, habe ich im Internet gesehen. Und die haben wunderschöne Holzmasken aus Lindenholz mit Rosshaar als Haar. Also die Vordersten haben, glaube ich, keine Lavra an. Das sind die normalen Gesichter. So, wir begrüßen die Hüfinger Altstadtteufel. Teufel, Fratze. Jetzt werfen wir mal etwas auf. Oh, das sieht schlecht aus für uns zwei. So, die Hüfinger Altstadt. Da sind aus dem Schwarzwald mit dem Zunftmeister Thomas Schmidt. Ist der dabei? Nee. Ja, so, ja. Eins nach dem anderen. Jetzt haben wir die Nachzucht Thöringer e.V. vom 11.11.1982. Ist ein eigener Verein. Jetzt hat er 363 Mitglieder. Sind wir jetzt richtig? Oh, er strahlt, wir sind richtig. Wunderbar. Wir begrüßen mit dem Brotschuhe! Wir haben die richtige, Gott sei Dank! Schön, dass wir da sind! Hören die alle zu euch? Alle! Also, ja, schön, du einer schöner als der andere. Dann machen wir nochmal Brotschuhe. Guckt wieder die tolle Pyramide. Wunderbar. Super. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. An der Narrenruf gefällt mir, der machen wir noch einmal. Brotschuhe! Ja, klasse! Sind alle 363 Mitglieder dabei, oder wie? Fast, ja. Einer fehlt. Einer muss da bleiben und das Haus hüten. So, jetzt bist du dran mit Higgs. Jetzt sind wir gespannt auf den ersten Sujewagen, der sich H-I-E-K-S nennt. Wie auch immer, was das heißt. Ich nehme an, das muss man aussprechen, wenn man schon 5-4 zu viel hat. Higgs! Higgs! Wir sind gespannt, was die hier darstellen. Es sieht nach Traktor aus. Goldrüsch. Die bauen irgendetwas ab, wo irgendeiner wäre. Ja, das sind irgendwie die Löwenforscher oder was auch immer. Orange ist der Sell, die kommen zu Ramse, Orange und nicht voran.
Doktor, wo haben sie? Doktor, Amtor, raus mit dir. Lange Zimmerstoff und tun ihnen die Technik einstoßen. Bitte nach Ruhe. Tengle! 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 So, und da haben wir 100-Jährige. Wurde doch. Die Soldatenkanne wurde doch blitzschlag beschädigt. Ja, kurz den Filmhaus aufgemacht. Wir waren die Frauen. Die Technikgeister. Wozu dir? Noch mal ein kräftiges Tengle! Tengle! Ja, also leben wir gleich Tagschlager. Wir haben auch schon zwei Wochen Fasnacht hinter uns. Darum ist die Energie vier Wochen. Also vier Wochen, fünf, sechs Wochen. Also die Tändlegeister sind schon länger unterwegs. Wir begrüßen sie nochmal mit Tändle. 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 Also ich habe eigentlich Fasnacht schon seit dem 2. Januar, weil in Diershofen in die gegenüberliegende Städte von Geilingen ist Diershofen und die fangen bereits am 2. Januar an. Und da mache ich schon mit und seitdem hat die Stimme jetzt heben müssen. Aber ab morgen ist alles wieder gut. Also nach den Tändlegeister kommen Hexe zum Putzbachhexe aus Uingen. Kräftiges Putzbach! Hexe! Putzbach! Hexe! Putzbach! Hexe! Wo ist denn Uingen? Da haben wir uns zu wenig vorbereitet. Tut uns leid. Aber die kommen, wie gesagt, von Uingen, wo immer das ist. Nochmal ein kräftiges Butzbach! 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 Und da hat jemand irgend so ein junges Geschöpf auf die Schulter geladen. Guck ja, dass sie sich verkältet unter dem Röckli. Gehören ihr noch zu diesen Butzbach-Hexen? Nein, das sind schon die Nächsten. Dreh ich nochmal um mit dem Schild da vorne. Danke. Ah, Hohlmale. Das sind die Hohlmale von Ingersheim. Hohl. Mann. Hohl. Hohl. Da ist der Jochen Zoller. Bist du der Jochen Zoller? Ja, der mit der gelben Sonnenbrille ist der Jochen Zoller. Herzliches Willkommen in Büsingen. So, jetzt haben wir ja die Erste, die mal ihre Nummer mitführen. Du bist aber schon der Beste. Da kommt die freie Narrenzunft und der Türkei Weinberg-Dämonen. Weinberg! Dämonen! Weinberg! Dämonen! Weinberg! Dämonen! Mit dem ersten Zunftmeister Matthias Madea. Und mit dem zweiten, bei der ist da der Matthias. Bitte nochmal! Ja gut, ja, der läuft von uns so kürzlich. Mit dir bin ich schwer begeistert. Du. Und Jennifer Krawowski. Also was man da geschichtlich herausgefunden hat, unter Türkheim, die haben die erste Eisenbahnlinie nach Cannstatt gehabt und waren super stolz, dass sie endlich einen Nabel zu der Welt kamen. Oh, ich vergib. So, und jetzt kommt Nummer 30, meine Kugel 6 e.V. von Hilzinger, vom Wengerball. Kugel ist! Wir
bedanken uns für die tolle Pyramide und sagen Dankeschön, dass ihr alle hier bei uns da in Büsingen dabei sind. Wunderbar! Club seid, wenn es einfach nur so true ist und einfach nur eskalieren wollt. Hoch die Hände! So genießt das Leben. Euch lehrt die Vorstand, der Thomas Schröder. Ich weiß nicht, ob die Musik in den Schussetaldübel, ob es das früher auch schon gegeben hat, aber wir nehmen sie mal an. Jetzt warten wir mal, bis sie mit ihrem Lärmer da drüben sind. Jetzt begrüßen wir die Nummer 32, die Hexengilde Sauerwasen e.V. Da haben wir die Glied seit 2015 mit dem ersten Vorstand Monika Köppel und dem zweiten Vorstand Jürgen Laufer. Und dann machen wir Hexen! Juhu! Hexe! Hexe! Juhu! Die Hexengilde Sauerwasen, Hexen, juhu! Hexe! Hexe! Jetzt sind sie auf dem Besen eingeschlafen. Die Nächsten, die da, uns näher kommen, das sind Kalber und Narrenzumpf. Die gibt es seit 2004. Wir begrüßen sie mit Calverie. Calvero, Calverie. Calverie. Da ist der erste Vorstand, die Susanne Minhardt. Ist das richtig? Ja. Und der zweite Vorstand ist auch dabei, der Tim Bach. Alle nicken, das ist wunderbar. Und da mischen sich, glaube ich, schon die Goi-Hexen und Wächter. Jetzt sind die Goi-Hexen und Wächter aus Goi-Felden. Goi! Hexen, Goi, Wächter! Oh, da haben sie einen Schnalzer dabei. Goi-Felden ist, glaube ich, in Richtung Schwabenlände. Richtung Goi-Felden, Öschelbronn, ne? Ah, also Öschelbrunnen kommt hin. Gott auf die Seite. Für den Schneller, super Leistung. So. Wieso? Hören wir dazu Goi-Felden? Jetzt sind die Goi-Hex und Wächter da! Was sind da das für? Also, geht davor! Ah, okay, da gehören die noch zu Kalf. Goi-Felden, Öschelbrunn, jetzt, da war ich schon. Ja, die Öschelbrunn wollen da mit, gell, Goi-Felden. Also, dann rufen wir jetzt Goi-Hexe, Goi-Wächter. Goi-Hexe, Goi-Wächter. Und du bist der Tim Bach. Nein, oi. Die Nächste kenne ich persönlich. Goi Hexe! So gehört sich's! Prima! Jetzt haben wir das auch verstanden!
super! Schön, dass ihr da wart! So, EZ kommt Nummer 35, Ton Wielhansele. Und da kennen wir wieder haarig, haarig, haarig ist das selbst. Machen wir mal alle zusammen. Haarig, haarig, haarig ist das selbst. Und wenn der Sell nicht haarig wäre, dann wüsste man nicht, wer haarig wäre. Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Die Hund Wielhansele, die haben eben keine geschnitzte Maske, die haben eine Stoffmaske mit einer roten, langen Nase. Und eine sogenannte Saublotre in der Hand. Das ist eine Schweinsblase. Und da hauen sie die Leute auf die Köpfe drauf. Und vertrieben. Ja. Ja, was er gehört hat, sie nur auf die Köpfe drauf gehauen, die sichern die Elende. Also aufs Fülle, dreht das Fülle an. So, mit dem Rainer Zimmermann als erster Vorstand. Bist du das? Nein, der kommt noch. So, die Hohenswil-Hansele gibt es seit 1979 und die sind natürlich beim Hohenswil angesiedelt und der ist natürlich in Singen. Also die Hohenswil-Hansele aus Singen nochmal ein kräftiges dreimal haarig, haarig, haarig ist der Sell. Und wenn der Sell nicht haarig wäre, dann wüsste man nicht, wer haarig wäre. Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Und wer ist jetzt der Rainer? Zimmermann! Aber hinten, hinten, du hinten! Oje, oje! Da, der mit der großen roten Nase. Ah ja, haben sie alle. Gut, schön, dass du da bist. Jetzt kommt die nächste gute Musik. Das ist die Kappi-Klicke aus Baden. Das ist im Kanton Aargau. Ja, Aargau. Hey, bin ich gut? Die Kappi-Klicke war gestern noch in Teilingen und ist mitgelaufen und hat uns den ganzen Abend Sanitäter auf den Trab gehalten. Sterne gibt es noch mal, einer nach dem anderen, von denen ich meine Sanitäter gewesen. Da ist auch halb Dorf unterwegs, nehme ich an.
Oh, und da liegt Sanitäter, schnell, Sanitäter. Ich kann noch nicht mehr helfen. Hören ja alle noch zusammen, wie groß ist denn die Gruppe her? Aber ich glaube, sie sehen eher aus, sind die als Waldberghexen? Also in dem Fall sind es die Waldberghexe singen. Mit dem Lernruf Waldberg! Hexe! Waldberg! Hexe! Waldberg! Hexe! Wunderbar! Ja, ihr seid auch prima und die Nummer hinten dran. Naja, lieber da. Hinten dran ist gar keine Nummer. Also, die Waldberghexe von Singen am Hohen Mil. Nochmal einen kräftigen Lernruf. Waldberg! Hexe! Waldberg! Waldberg! Ich hab Knutschen! Oh, jetzt muss ich da an! Ciao, ihr Lieben! Seine! Du hast nicht was verpasst, nein! Nein! Sind wir Zeinemacher? Ja, natürlich, ja! Gut, schwätzen wir miteinander! Wir sind Zeinemacher, wo? Hey, wo ist sie denn mit dem Zettel? Gib mal her! Die ist am Knutschen und nimm mein Büro mit! Also, wo sind wir? Zeile machen! Nummer 39 aus Furtenbach. Ich seit 1980, ich bin wieder auf dem Ding. Und das sind Korbzeile, also Körb. Und dann machen wir den Hexenruf mit Zeile! 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 Guck mal, die schöne geschnitzte Maske, wunderbar. Und jetzt begrüßen wir meine Dran nach den Zeilenmacher. Vielleicht kriegen wir ja auch eine Zeile, können da eine posten bei denen. Die Kuba-Hexe, die haben letztes Jahr gefällt. Oh, die machen wieder Sauerei. Nein, nein, was machen die für eine Sauerei? Kuba! Kuba! Hexe! Kuba! Und vielleicht schaffen sie es auch noch zu uns nicht, irgendeine Pyramide herzubringen, aber ich glaube, die machen eher Pussy. Zeig mal die Schildchen. Du mit der schönen schwarzen Hundebrille. Hallo, Schildchen zeigen. Ja, okay. Wie eure Teuringen. Teuringer Jole. Mir schreien. Teuringer. 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 Herzlich willkommen in Büslingen. Der Boris Bechtel, ist der auch dabei? Boris Bechtel mit dem Dieter Wirt im zweiten Vorstand. Das sind ja ganz kurlige Leute. Da haben wir sogar noch einen extra Platz für die Teuringer. Extra Platz, die Geschichte der Teuringer Jole. Aber das wäre, glaube ich, viel zu lang zu erzählen. David muss morgen wieder zum Schaffen, wir können die Sachen leider nicht ausbauen. Teuringer! 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 So, mit der Nummer 42 begrüßen wir ganz herzlich Gauger Hexe Prossinger mit dem langen Ruf Gauger! Gauger! Hexe! Jetzt schmeißt ihr mal auf, schmeißt ganz viel Stoff. Jetzt! Die Gauger Hexe Prossinger seit 2008. Prossinger ist ja ganz berühmt mit der Prossinger Musikhochschule. Hat schon manche musikalische Künstler hervorgebracht. Aber Fasnacht können sie auch, so wie man sieht. Wunderbar. Und da ist der Hexenmeister zwischendrin. Stand einmal auf den Kiel für ein Bild. Heimat an.
Oh Mann, wieder, was spielt ihr mal reagiert? Hey, ihr Gauga-Hexe, stellt euch mal fürs Foto. Gauga! Hexe! Gauga! Hexe! Gauga! Hexe! Geht doch! So, als nächstes hätten wir den. Halt, da haben wir noch ein paar Hexen. Lass du den in Ruhe. Gauga! Prima! Und jetzt als nächstes kommen schon die Teufelrieder, Teufelmännle. Und mit dem Narren rum, ruf, bohr ihn rum, Wasser, bumm. Bohr ihn rum. Bohr ihn rum. So, und die Nummer 43, Moment, mit dem ersten Zumpfmeister, mit dem Michael Hosch. Und der zweite ist der Icke, Hinz, Dojan. So, bohr ihn rum, Wasser bumm, bohr ihn rum, Wasser bumm, bohr ihn rum. Bin ich die Einzige, die da brüllt, oder wie? Und so wie es mir jetzt auf dem Plan haben, nein, ihr sagt nochmal, Wasser bumm, oder was? Wer ist da? Ah, bohr ihn rum, Wasser bumm. Wasser kommt! Ich habe den Eindruck, nur ich ruhe. Also wir rühren das nochmal. Bohr ihn rum! Wasser kommt! Bohr ihn rum! Wasser kommt! Bohr ihn rum! Wasser kommt! Gott doch! Gott doch! Hey! Ja. Das kriegen wir schon noch nicht. Danke. Ich habe mir halbe Denk, was soll denn Wasser bumm? Wasser bumm? Wasser bumm! Und ihr könnt jetzt. Aber schön, dass ihr da waren. Bohr ihn rum! Bohr ihn rum! Bohr ihn rum! Super, Gott doch. So. Also jetzt kommen endlich mal wieder Hexen. Wir haben schon lange keine Hexen mehr gehabt. Und ich glaube, wir sind, ich muss nochmal nachfragen, sind wir die Kirchberger Hexen aus Hondingen? Jawohl, sie sind's! Kirchberger Hexen! Kirchberger! Kirchberger! Wir sind jetzt da beim 45. Und die nächsten sind schon im Anmarsch. Oh, die lassen schon der ganz komplette Zeug da. Alle Narrensamen. Achtung, hebt eure Kapuze oben. Jetzt kommen da nochmal die Hondinger. Kirchberg! 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 Und im Anschluss. Der Hondinger, das ist in der Nähe von Blumberg. Wunderschönes Örtchen mit einem wunderschönen alten Haus in der Brunnengasse. So, und jetzt haben wir mit der Nummer 46. Sind wir schon bei 46? Nein, wir sind bei 45. Nein, die Kellerhexe. Warte. Rottweiler. Ah, dann nehmen wir mal die Rottweiler. Reinstedt-Hexe. Reinstedt. Reinstedt. Reinstedt aus Rottweil, wir sind zusammen seit 2008 und der erste Vorstand ist der Holger Schneider. Holger, wo bist du denn? Muss man kommen zum Reanimieren oder was? Wer ist da hinten? Also der brennende Kittel, Gottes Wille. Ah, das ist die Rottweiler Pyramide. Oh, und
vom Besen. Oh, das tut doch weh, oder? Ah, das ist wahrscheinlich der Holger. Reichstädt, Hexe! Reichstädt, Hexe! Reichstädt, Hexe! Ihr könnt alle in den Wunder, weil die sind alle schon mit dem Besen drin. Jetzt sollte ich nur stillgehen. Wir machen den rechten Gestank, das stinkt ja bis da oben. Und jetzt nehmt euch fest, jetzt gibt es glaube ich nochmal einen Fototermin von der Reichstädt-Hexe Rottweil. Danke, schön, dass ihr da sind. Wir sagen nochmal Reichstädt, Reichstädt, Reichstädt. Danke vielmals, grüß euch noch. Und jetzt großartig, jetzt kommt Büsinger live. Wir begrüßen ganz herzlich den Willi Honecker, ein Ruhrgestein aus Büsinger, der den ganzen Verkehr regelt, Busse ordnet, WC-Regel umstellt. Danke vielmals, Willi, wir haben es geschafft auf dieses Jahr. Und mit dem Gefolge vom Sonnverein, oh, die haben da auch eine. Weil in Büsingen gibt es ja auch den König, der über Büsingen regieren will. Aber Büsingen lässt sich da nicht sagen, das sind eigenständig. Und das ist noch mit einer Melinda Kunsch. Du arme Sieger. Hätte Melinda wieder nicht auf dich aufpasst. Oh, du. Nächstes Mal war ich nicht als Teewolken. Du gehörst ins heiße Wasser. Ich hab nen Heli, Heli, Helikopter. Ich hab nen Heli, Heli, Heli.
Zigeuner, Hexe! Zigeuner, Hexe! Yeah.
Nächstes Jahr wird alles besser. Ja, das wird wohl bei euch Bedingung sein. Einer muss ja an der Straßenrand stehen. Zwei Jahre. Meine Güte, sind wir streng, du. Wie viel haben wir schon? Zwei Jahre fertig. Also, von uns aus sind wir sofort aufgenommen. Nehmen Sie mit, wir sind die Besten. Da, nimm mal. Quallo, mach die. So, jetzt schwätzen wir mal von der Nächsten. Das wären nämlich die Seewaldhexe und Hexentreiber von Sulz am Eck. Und vom Schreiner sind wir richtig. So, ihr habt einen Rotschweif als Horror, ist das wahr? Und lieber Gott, die gibt es seit 2013. Dreimal Waldhex. Wald. 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 Hexe! Prima! Das üben wir nochmal! Wald! 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 Hexe! 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 Der Fahrer ist gerade der Hexentreiber, der hat am lautesten gebrüllt. Ganz herzlich, Karin von Au. Wir denken ganz fest, er schaut uns zu. Alles ist ganz nah da. Alles gut, ja? So, da gibt es noch eine Hexenpyramide. Nein, die tun sich eine kleine Insule. Du sag mal, du Seewaldhexe, meinst du Treiber, mit wem lenkst denn du? Ja, ich hab keinen Führerschein, da muss ich mit dem Bier trinken. Schon mal spässig gesagt, du. Es geht in Ordnung, man kann keiner was nehmen. Wer kann, der kann. Wald! 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 Hexe! 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 Vielen Dank für die Einladung! Jetzt muss man aber nachher erzählen, wie du das Kerl lenkst. Wir treffen uns nachher im Obergeistzelt. Haben Sie den Arm! Sau auf der Hauptstraße, Hüdingen Richtung Eilingen. Jetzt geht glaub der Süßewagen weiter. Schön, dass ihr da wart, ihr Waldhexe und Hexentreiber. Von Sulz am Eck. Genüsselt ihr da. Und dann noch zwischendrin Wasser trinken. Es tut gut, auch der Waldhexe. Und wir haben jetzt die noch eine ganz schöne, grusige Verein. Weißenberger Narrenverein. Hui, 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 hui. Die gibt es schon seit 1992. Weißenberger Narrenverein. Seht ihr das? Nein? Moll? Die Monster, Weißensberger. Ich kann sie da nichts vom Monster. Hui! Wo ist denn die Sabine Rank-Nuss von? Wo ist die Sabine Rank-Nuss von? Gibt's auch nicht mehr. Oh mein Gott. Nein? Ja. Gut, herzliches Willkommen in Hüdingen. Entschuldigung,
wir dann durcheinander haben. Alles Gute! So und durcheinander, wir sind die Weißensberger. Ihr wisst es bloß selber. Brackenheim, sind Sie aus Brackenheim, Nummer 53? Hallo! Eine Strecke, eine, Brackenheim! Ja, die Linke, also Weiberzettel! Weiber! 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 Es ist schön, wenn Sie Ihren Namen rufen. Kennen, dann wissen wir auch, dass es die Richtigen sind. So, und da ist der Michael Ackermann, der Vorstand. Oh, guck mal, und schneller wieder. Super! Der lässt es klopfen. Weiber! Weiber! Wieder. Und jetzt
meine, gerade hört uns ja nicht, aber wir möchten nicht den Luft noch aufkommen. Black Forest. Bravo!
Ha, super! Wunderbar, die Scheiterhexe von Gengingen. Ich glaube im Schwabenländle. So, bravo! Vergesst eure Pässe jetzt! Oh, super! Und die Affen von vorher, die holen wir nachher zum Staubsaugen da auf. Heiland unter Wetter! Hören Sie, wir müssen auch filmen, warte, gehen wir drauf! Hetzen! Wir sind uns schon Rolle, wenn wir mal eine richtige Rolle sind. Rolle bezogen. Da bist du schon Rolle. Sehen. Und jetzt sind das die Nächsten von Blumberg, kann das sein? Blumberg, nein, sie schütteln alle den Kopf. Sind die Burgherren von Triberg? Ja, voilà, wir begrüßen die Burghexen von Triberg. Burg! 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 Die gibt es seit 11 Jahren. Ist das richtig? Ungefähr. Aber sie sehen ganz schön aus mit ihren Hexenmasken. Und die stinken mit ihrem Feuerli. Wow. Was haben die denn da für haariges Ziffer drin? Oh, das stinkt ja bis da oben. Burg! Burg! Hexe! Burg! Hexe! Oh, mich beißt im Knick. Holt mal die Affen durch, denen zeigen wir es nachher. Und schon die nächste Hexenreihe. Wer sind jetzt hier? Wir haben da, glaube ich, durcheinander. Wir sehen kein Teffeli, wir sehen keine Nummer und es gibt wieder eine Pyramide. Aber wo kommen die her? Ihr seid Cannstatt, der Steffele. Genau. Ah, Steffeles von Cannstatt. Cannstatt, der Hexe. Steffeles. Steffeles. Hexe. Steffeles. Hexe. Da ist der erste Vorstand oder die erste Vorstandin, Michelle Köhler. Bravo. Das ist die Hexe der Lust, so wie ich das übers Netz erfahren haben. So haben wir da mit den Wiesnachen. So, Thalheimer, stimmt das? Oh, gut, Thalheimer, Lupfen. Gorster. Hey, ja, gut, Gorster. Also, die geht seit 1997 mit dem ersten Vorstand Hans-Joachim Mix. Ist der da? Nein. Oh, doch, doch. Und Francesco Faina. Va bene, va bene, va bene. So, und dann haben wir Lupfer. 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 Gott, doch, wunderbar. Jetzt haben wir wieder gleich wegen Ordnung im Durcheinander. Ihr könnt auch mal ein bisschen an die Sonne stehen. Ihr seid so gleich. Lupfer. Lupfer! Lupfer! Und es gibt eine weitere Pyramide, eine Akrobatik, das sind alle Sportler. Alle, die im Narrenverein sind, sind Sportler. Sind das die Bauerwaldhexe aus Holzhausen? Eine kleine Dekulation. Oh, und sie steht! Bauerwaldhexe aus Holzhausen. Ist das richtig? Ja, Bauerwald! 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 Da ist der erste Vorstand, der Christian Blocher. Ja, er ist unter diesen Hexen dabei. Und der Simon Hein? Oh, und die stinken auch nochmal eins. Oh, oh, jetzt. Jetzt kommen die Unterweltpferde von Adolf Sell und haarig ist der Sell. Die Unterweltpferde von Adolf Sell gibt seit 2013 grusige Gestalten, die den Winter vertreiben sollen.
Wir vertreiben aber, glaube ich, auch der eine oder andere. Aber denen unterwegs fährt er ein dreifach haarig, haarig, haarig ist der Sell. Und wenn der Sell nicht haarig wäre, dann wüsste ich, wer haarig wäre. Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Ich glaube, denen sagt man wirklich haarig, weil sie ein Witz Haar am Körper haben. Grusige Gestalten aus Radolfzell. Das ist eine ganz aktuelle Gruppe. Die haben sich, so wie in der Innerschweiz, in den Bergregionen, haben die sich so formiert, damit sie den Winter vertreiben können. Und das haben sie hoffentlich einmal geschafft. Das Wetter macht super mit. Aber stinken denn da, ich weiß nicht, kommt denn von dem ganzen Geräucherzeug da unten? Edi, du hast den Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Und wenn der Sell nicht haarig wäre, dann wisst ihr nicht, wer haarig wäre. Haarig, haarig, haarig ist der Sell. Was ich da so lesen kann, ich kann zwar keine Nummer lesen, aber Höllbach, Hexe von Alderried. Das ist richtig. Höllbach! Hexe! Höllbach! Hexe! Höllbach! Hexe! Da haben wir die Richtigen. Ja, die wurden zum Unrecht gejagt, die Höllenqualen gefoltert und verbrannt. Aus der Asche auferstanden, aus dem Höllbach-Tal. Höllbach! 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 Wir sollen eine Pyramide machen und die Zuschauer mitnehmen. Oh je, oh je, oh je, wir sind wieder Spätzle. Die eine oder andere Hexe hätte man doch verbrennen sollen, hä? Liebe Leute von Büsingen, wo da der Umzug zuguckt, wir kommen ins Finale. Ihr hört schon, vorher kommen die Bommerles-Hexe aus Motzingen, die motzen den ganzen Tag vielleicht um. Die gibt es seit 2005. Bommerles! Hexe! Bommerles! Hexe! Bommerles! Hexe! Aus Motzingen, der erste Vorstand, Eva Schweiger. Ist sie auch dabei? Ja, sie ist die Oberhex. Und mit Dominik Ulmer. Jetzt bin ich der, wo der Körper macht. Ja. Es gibt noch eine Pyramide aus hauptsächlich Frauenhexen, würde ich mal behaupten. Oh, es geht noch mal oben hin. Bommerles! Hexe! Bommerles! Bommerles! Ihr wünscht euer Hexensümpf noch ein schönes Hexentreffen. Wo auch immer, im Geissli Mäzelt oder beim FC vorne beim Bürgerplatz, in der Bierzentrale, in der Bar. Genießt den Umzug noch und kommt dann gut heim. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. So, und zum Schluss kommen wieder unsere Grenzgänger Kletzau. Wir sind gestern schon Teile dabei gewesen und haben einen wunderbaren Eindruck hinterlassen. Mit ihrem Wagen, da war Party bis spät in der Nacht und die Grenzgänger Kletzau, die schließen den diesjährigen Umzug, die schon in den letzten Jahren mit ihrem Wagen. Da muss ich nicht sagen,
Leute, die so rumhupen. Dankeschön, einmal die Ursula Knapp und die Edith Auer live auf Sendung. Bis im nächsten Jahr wieder in Büsingen bei der Purefasnacht. Nächstes Jahr wieder bei alter Frische, guter Laune und bestem Wetter und mit Velo.